Guten Morgen zusammen. Ich habe mir so gedacht, ich entfliehe dem Übel des Wetters bei mir zu Hause und nutze die Gelegenheit, ein bisschen im nebligen Nichts zu fotografieren hier in ums hohe Fenn rum. Und ich muss gestehen, ich bin absolut nicht enttäuscht von der Aussicht hier, auch wenn man nicht wirklich viel sieht. Aber das macht das Ganze ja eigentlich bloß spannend. Und ich bin wirklich gespannt, was sich heute so ergibt hier. Und ich hoffe, dass der Nebel noch eine ganze Weile hält. Weil es ist schon so ein bisschen ein Traum mit dem ganzen Nebel, dem Reif und dem bisschen Schnee. Es ist schon so eine Stimmung, die ich eindeutig mag. Und jetzt werde ich mal schauen, dass ich vielleicht auch das ein oder andere Foto mache, das ich mag. Mal sehen, was sich ergibt. Das ist doch nach meinem Geschmack jetzt hier Birken. Und das Schöne ist, dass die vor einem Hintergrund stehen, der interessant ist. Ich habe unten am Boden überall dieses, ich weiß gar nicht, was es ist. Irgendwas, was halt jetzt, weil es halt im Winter ist, schön bräunlich ist an sich. Allerdings dadurch, dass es reif hat, hat so einen leichten Überzug von Weiß, der allerdings nicht überall ist. Dementsprechend habe ich eine ganz nette Farbverteilung eigentlich, so einen Verlauf von hell zu dunkel oder eher von dunkel zu hell. Weil da unten irgendwie, wahrscheinlich bodennäher, ist es noch ein bisschen warm gewesen, da hat sich noch nicht so viel Reif bilden können. Weil da oben dann ist mehr Reif. Und der Baum, also die beiden Birken, die ich hier fotografiere, sind natürlich total bereift, weil oben hin dann irgendwie die Abstrahlung von der Wärme vom Boden nicht mehr hingekommen ist. Und dementsprechend sieht es da richtig weiß aus, richtig winterlich. Und so habe ich da so einen Verlauf im Bild. Unten hübsche Farben und nicht so hell. Und nach oben hin wird es immer heller. Und eben die beiden Birken, die da richtig gut stehen und auch nicht so langweilig wachsen, sondern richtig spannend wachsen. Und ich glaube, das ist so ein Foto genau nach meinem Geschmack. Ich zeige es euch mal kurz am Kameradisplay. So in der Art wird es gleich dann groß aussehen. Eben dieser Helligkeitsverlauf. Man erkennt es jetzt auch, es ist ein bisschen wenig Kontrast drin. Ich werde das nachher in der Bearbeitung verstärken, den Kontrast. Aber jedenfalls hier unten eher dunkler, da ist nicht so viel Reif dran. Nach oben hin wird es halt immer mehr. Und dazu die beiden Birken, die irgendwie schön verschnörkelt im Bild rumstehen. Und viel mehr ist es auch gar nicht. Und ich glaube, als Anfang ist es doch ein ganz ordentliches Bild hier jetzt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gerne in der Art. Ich bin ja immer so ein bisschen farbverrückt beim Fotografieren. Und diese ganzen Farben hier, oder eher der Mangel an Farben, der hat schon irgendwie was. Und eigentlich macht es das auch wirklich einfach zu fotografieren. Der Nebel dazu, wenig Kontraste, also Helligkeitskontraste, wenig Farbkontraste, schöne Tiefe im Bild an sich, eben durch den Nebel. Und eigentlich alles, was es braucht, um gute Fotos zu machen. So soll es sein. So macht dann tatsächlich auch die Jahreszeit wieder Spaß. Also hier jetzt das Foto und ich schau mal, was ich noch machen kann.
Das ist jetzt so ein Foto, bei dem ich eindeutig nicht sicher bin, ob es funktioniert. Also eher, ob das Motiv funktioniert. Es ist einfach nur ein kleiner Ausschnitt aus der Landschaft, der nicht wirklich einen Boden hat. Ich habe da hinten so eine Tanne, Fichte, die von so einem Busch verdeckt ist. Der Busch ist schön mit Reif bedeckt, die Tanne oder Fichte auch, so ein bisschen zumindest. Hinten dran kann man vielleicht mit Glück noch so ein bisschen den Wald, der hinten dran wieder auftaucht, im Nebel erkennen. Und es sieht eigentlich schon recht spannend aus. Und es wirkt auch schön sortiert auf dem Foto. Allerdings, es ist halt auch ein bisschen wenig vielleicht. Andererseits, wenn man es nicht probiert, weiß man auch nicht, wie es wirkt. Von daher, ja, hier das Foto dieses mehr oder weniger Nicht-Motivs. Aber irgendwie ist es schon ganz nett. Naja, hier ein Gruß. Na, das ist doch wunderbar hier. Ein netter Moorsee und auch hier wieder irgendwie richtig perfekte Farben oder eher richtig perfekte Kaumfarben. Vorne dieses, was auch immer es vorher war, ich weiß es noch immer nicht, das so ein bisschen dunkelbraun-rötlich ist. Dann das hellbraune, grasartige Zeug, das auch Reif dran hat. Dann der ganz leicht bläulich schimmernde See und hinten dran wieder natürlich dann irgendwie im Nebel versinkende Bäume, die auch sehr hell sind. Also eine ziemlich kontrastarme Stimmung, die allerdings durch die Sortierung eben dieser angenehmen Farben gleich noch mal angenehmer wirkt, also zumindest jetzt hier beim Anschauen. Und ich hoffe, dass das ein bisschen auf dem Foto rüberkommt, weil hier ist es in groß. Viel Spaß damit. Ja, Sakra, einmal nicht aufgepasst und schon ist der Nebel weg. So kann es gehen. Aber halb so schlimm. Ich glaube, durch den vielen Reif und die schon durchaus nette Landschaft hier, könnte es auch sein, dass ich vielleicht sogar noch das ein oder andere Motiv finde, das mich ohne Nebel inspiriert. Soll es ja auch geben, sogar bei mir. Wenn nicht, ist es aber auch nicht so schlimm. Weil ich würde eindeutig lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich bisher nicht so ganz zufrieden bin. Es hat richtig Spaß gemacht heute und ich glaube, auch die Fotos sind bisher gar nicht so übel. Mehr geht natürlich immer und wer weiß, vielleicht geht ja tatsächlich noch mehr. Also das ist halt schon spannend, wie das aussieht mit diesen verreiften Bäumen vor wenig verreiften anderen Landschaftsdetails. Und insgesamt sieht es halt auch einfach gut aus. Naja, mal sehen, vielleicht finde ich ja was. Jetzt ist doch glatter Nebel wieder da, aber ich habe trotzdem ein Motiv fotografiert, das eindeutig ohne Nebel gut geht. Es ist nämlich einfach so ein Detail, unter der sich bildet eine Eisdecke hier an dem See, wo ich gerade stehe. Und da hat sich von diesem grasartigen Gewächs sowas aufgefächert, knapp unter der Eisoberfläche, also schwimmend. Und es sieht eigentlich recht spannend aus, schön grafisch irgendwie. Es hat gerade vorher noch so ein paar, sind leider keine richtigen Schneeflocken, sondern eher Teile von Schneeflocken, so kleine Eisstäbe oder sowas in die Richtung, was gerade runterkommt. Schneeflocken wären natürlich noch deutlich cooler. Jedenfalls sah recht spannend aus, sieht recht spannend aus. Und ich finde ja sowieso so Eisflächen
bieten sich ja sowieso an, um Details, die drunter sind, zu fotografieren. Und hier hat es jetzt eben auch gut geklappt. Und es ist jetzt irgendwie ein bisschen minimalistisch vielleicht, das Foto, aber mir gefällt es ganz gut. Und hier ist es in groß. Schön, schön. Jetzt hat es auch noch angefangen zu schneien. Allerdings, ich glaube, das war es trotzdem für heute. Das war ein wirklich schöner Tag. Inzwischen ist es echt fast ein ganzer Tag. Es macht einfach Spaß, nach so langer Durststrecke endlich wieder mal bei Bedingungen unterwegs zu sein, die nicht wie eine Notlösung wirken. Wenn es doch bloß öfter wäre so im Winter. Aber egal, vielleicht kommt da jetzt eine Phase, die ein bisschen kühler ist. Dann wäre es zumindest in Höhenlagen im Winter, der nicht ganz umsonst war. Na gut, das war's dann. Ich hoffe, euch haben die Fotos gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und tschüss.